Jin Dobrek, meine Freunde, was geht ab? Heute mal ein anderes Video als sonst. Heute geht es um das neue MMO New World. Ja, das neue MMO New World, kurz und knapp gesagt, das ist eine Mischung aus Medin 2 und World of Warcraft, würde ich sagen. Und heute stelle ich euch Tipps und Tricks für Anfänger vor. Also, wenn ihr denn mit dem Spiel anfangen wollt oder schon angefangen habt, hier Tipps, wie ihr durch New World durchreist, ohne Probleme zu haben und wie ihr einfach besser werdet. Kurz und knackige Tipps. Viel Spaß! So, da bin ich auch wieder, meine Freunde. Im Hintergrund lasse ich euch New World Gameplay laufen, damit ihr auch ein bisschen Einsicht habt, wie sich das Spiel verhält, beziehungsweise wie das Spiel aussieht. Alles drum und dran seht ihr dann, was da im Spiel abgeht. Kommen wir auch schon zum ersten Tipp. Am Anfang des Spiels lernt man das Lagerfeuer kennen. Das Lagerfeuer wird dazu benutzt, um Geld zu sparen. Also das heißt, man kann sich damit Fleisch, zum Beispiel Essen selbst machen, so wie als auch gilt das Lagerfeuer als Respawn-Punkt, wenn man stirbt. Also vergiss nie, irgendwo in der Nähe das Lagerfeuer hinzustellen, weil da kann man sich Essen machen, ausruhen kann man sich da, also sein Leben regenerieren, sowohl als auch ist das der letzte Respawn-Punkt, wenn man stirbt. Kommen wir dann auch schon zum zweiten Punkt. Erbeutet und sammelt alles, was geht. Also das heißt, wenn ihr Mobs tötet, also wenn ihr Monster oder Tiere tötet, dann lootet sie. Holt euch die Beute von den Tieren. Sammelt wirklich alles, was euch in die Finger kommt oder was ihr sammeln könnt. Weil im weiteren Verlauf des Spiels werden die Sachen, die ihr am Anfang findet, auch nützlich. Kommen wir zum dritten wichtigen Punkt. Verteilt eure Attribute bzw. Fähigkeitspunkte so, wie ihr den Charakter spielt. Also ich persönlich spiele zum Beispiel einen Feuerzauberer und da brauche ich Intelligenz. Ich persönlich skille alles auf Intelligenz. Unter den Fähigkeitspunkten seht ihr dann aber auch, zu welcher Waffe welche Punkte gehören. Also sehr leicht gemacht. Und ja, achtet darauf, weil ansonsten ärgert ihr euch, wenn ihr mal keinen Schaden macht oder nicht gut heilt etc. Dazu kommen noch die Skillpunkte. Da könnt ihr die setzen, wie ihr tatsächlich wollt, bis Level 20. Weil bis Level 20 kann man sie kostenlos zurücksetzen. Danach solltet ihr darauf achten, welche Punkte ihr wo setzt. Kommen wir zum vierten wichtigen Punkt. Ganz wichtig, wirklich, das ist sehr wichtig, macht alles, was ihr könnt, zu Geld. Das heißt zum Beispiel, findet ihr ein besseres Item bzw. bessere Ausrüstung, welche ihr ausrüstet, dann macht die alte zu Geld. Im Sinne, zerlegt sie, dass ihr Reparaturteile bekommt oder verkauft sie im Shop. Unter anderem gibt es verschiedene Regionen in New World. In den verschiedenen Regionen oder ich sag mal Bezirken sind Teile, egal um was es sich handelt, teurer als in anderen. Das heißt, ihr könnt im Shop gucken, wo was billiger ist und verkauft es dann in anderen Städten teurer. So macht ihr eure Sachen ganz kurz und knapp zu Geld. Kommen wir zum fünften wichtigen Punkt. Und zwar eure Ausrüstung bzw. eure Werkzeuge, mit denen ihr Sachen plündert, abbaut, erntet, was auch immer, die könnt ihr in der Handelsstadt verbessern. Also egal in welcher Stadt ihr seid, da gibt es immer jemanden, bei dem ihr eure Werkzeuge verbessern könnt. Tut ihr dies, dann wächst eure Geschwindigkeit beim Abbauen oder Ernten. Kommen wir zum sechsten wichtigen Punkt, hört sich zwar banal an, aber es ist halt einfach wichtig, kurze Wege in New World einschlagen. Falls ihr das Spiel schon angefangen habt, wisst ihr selber, man muss sehr viel laufen, da man keine Mounts hat, keine Tiere oder jegliche Flugmittel. Dadurch benutzt euer Lager als Respawn-Punkt oder benutzt auch gerne öfters mal die Schnellreise. Nehmt jede Quest an,
die ihr in die Finger kriegt, damit ihr auch schneller leveln könnt. Das war tatsächlich auch schon der siebte Punkt. Der siebte Punkt ist, nimmt jede Quest an, die geht, damit ihr schneller levelt. Achter Punkt, auch ganz einfach eigentlich. Sucht euch das Haus aus, was ihr kaufen wollt, da wo ihr auch wirklich am öftesten seid. Kurz und knapp gesagt, da gibt es nämlich auch 50% Rabatt auf den Kauf des ersten Hauses. Also, wenn ihr euch das erste Haus kauft, achtet drauf, dass ihr das in der Stadt macht, wo ihr auch öfter seid als sonst. Kommen wir zum neunten Punkt. Auch ein kleiner wichtiger Punkt, aber da muss man selbst seine Erfahrungen machen. Spielt so viele Waffen wie möglich. Wenn ihr von Anfang an nicht wisst, welche Waffe ihr spielen sollt, zum Beispiel in anderen MMORPGs oder MMOs kann man sich ja Klassen auswählen. In New World ist dies nicht der Fall. Das heißt, man muss mit den Waffen entscheiden, welche Klasse man spielt. Also spielt so viele Waffen wie möglich am Anfang, weil ihr dann einfach wisst, was gefällt euch am meisten. Seid ihr lieber ein Tank, seid ihr ein Damage-Dealer, wollt ihr lieber Leute heilen? Also spielt so viele Waffen wie möglich, weil dann wisst ihr auch selbst irgendwann, ja, das ist was für mich. Und kommen wir auch zum letzten Tipp. Ich glaube, das ist mit der wichtigste Tipp. Habt Spaß. Das ist ein Spiel, wo man einfach nur Spaß haben kann. Ja, nicht zum Beispiel wie bei FIFA, da dreht man nur durch, ne? Ihr wisst Bescheid. Habt einfach Spaß und genießt die Zeit.